Den Volltreffer dieser Woche, den markierte René Lange vom FSV Zwickau, dem 26-Jährigen, war beim 3-2-Sieg gegen Neustrelitz ein Geniestreich gelungen. In der 47. Minute wandelt er diese Ecke direkt zum 1-0. Der Ball flog wirklich an Freund und Feind vorbei und landete dann hinten in den Maschen. Ein Kunststück, das nur wenigen gelingt und jetzt mit dem Volltreffer belohnt wurde. Damit hieß es für Guido Schäfer, sattel die Pferde und auf geht's zu dem Mann mit dem Volltreffer der Woche. Unser Schäferstündchen. Ja, die Ecke, um die geht's. 1866 erst erfunden, 1924 erlaubte die FIFA, sie direkt zu verwandeln. 91 Jahre später kam der FSV Zwickau auf den Trichter, mal so ein Ding direkt reinzuhauen. René Lange. Ja, hat lange gedauert und ich zeig dem René mal, wie das geht. Wir brauchen natürlich Beinfreiheit, ne? Jetzt passiert's. Oh. Hat mein Kameramann gerade mal in die Glocken geschossen. Ja, was der René kann, kann ich schon lange. Ja, lieber René, ich meine jetzt René Lange. Bei mir hat es nicht so lange gedauert. Ungefähr nach 84 Versuchen war der Ball drin. Und Oliver Kahn würde sagen, hier ist das Ding. René Lange, hier ist das Trikot zum Volltreffer der Woche. Du darfst jetzt deinen Eltern danken oder deinem Trainer, der dir das beigebracht hat. Ah, da müsste ich, glaube ich, meinem Vater am ehesten danken, der auch Linksfuß ist. Und ja, der hat das, glaube ich, auch hingekriegt. Wie heißt dein Papa mit Vornamen? Peter. Ja, Peter, hast du gut gemacht, ja. Du hast dich geweckt heute Nacht. Volltreffer der Woche, schon wieder in Zwickauer. Das muss ja auch was mit dir zu tun haben, mit deiner unglaublich guten Trainingsarbeit. Standards, direkt verwandelte Ecken, alles drin im Repertoire? Also das ist ausnahmsweise meine Geschichte, mit der ich gar nichts am Hut habe. Erstens, weil sich bei den Standards bei uns unser Co-Trainer, der Danny König, kümmert. Und dass der René ein sensationeller Standardschütze ist, das wussten wir, das wissen wir auch weiterhin. Und er ist durchaus in der Lage, eben auch mal einen von der Ecke direkt reinzuzirkeln. Bei unserer Wahl hast du dich übrigens durchgesetzt vor einem gewissen Christian Beck. Du darfst ihn gerne grüßen. Das ist ein Magdeburger Spieler. Dein Tor wurde gewählt und seins nicht. Ja, also ich denke, Beckus ist ein Torjäger, der wird auf jeden Fall noch mal zur Auswahl stehen. Dritte Liga hätte ich mir in Magdeburg auch vorstellen können, aber das hat dann persönlich und mit dem Trainer nicht mehr so wirklich gepasst. Ja, und so. Trainer, und wer ist denn der böse Trainer da? Der Herr Hertel? Ja, nee, böser Trainer ist er nicht. Also ein Hertel-Fall. Wir haben hier einen Hertel-Fall. Ein Hertel-Fall? Nein, so nicht. Aber der hat sich natürlich andere Spieler dann vorgestellt, ja. Und deswegen hat es nicht mehr hingehauen. Kennst du einen Bernd Nickel, Dr. Hammer, Eintracht Frankfurt? Nein, also einfach zu jung, Guido, zu jung. Du bist, ja, ich bin eigentlich auch noch zu jung. Das ist derjenige, der die meisten Tore in der Bundesliga gemacht hat mit direkt verwandelten Ecken. Und zwar 4 Stück mit dem Außenriss gegen Sepp Maier. Kannst du dir das vorstellen, mit dem linken Fuß, mit dem Außenriss? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben uns die Beine gebrochen, oder? Ja, aber früher war ja sowieso immer alles besser. Warum sagst du mir das jetzt? Weil ich dein Vater sein könnte, oder was? Ja, weiß ich nicht. René, wo kommt das Trikot hin? Hast du einen Ehrenplatz dafür? Hast du einen Schrank, Vitrine, Schlafzimmer? Ja, ich habe ja mit einigen Gegenspielern oder ehemaligen Mitspielern schon getauscht. Und da habe ich eine kleine Sammlung, da kommt es auch hin. Okay. Und den Satz Trikots, den du gewonnen hast vom MDR, wo geht der hin? Der geht an eine Kindereinrichtung in Rostock und ich denke, die werden sich darüber freuen. Hast du schon mal irgendwas direkt verwandelt, außer abends ein Kölsch vielleicht? Freistöße am Fließband. Da ist er, unser Freistoßgott. Thorsten Ziegler, vielen Dank, bleib gesund. Gerne. Ach, jetzt fahren die 4 Stunden zurück, oder was? Ja, wir haben dem Eckball alle Geheimnisse entrissen, selbst Geheimnisse, die der Eckball gar nicht hatte. Wir wissen jetzt, wann er geboren wurde, wann Zwickau zum ersten Mal einen reingesetzt hat und ja, wir wissen alles. In diesem Sinne zu einem anderen René Kindermann. Viel Spaß bei der Sendung. Und übrigens, das ist kein echter Pelz, Kunstpelz. Ich bin doch ein Tierfreund. Also, schöne Sendung. Gruß aus Berlin. Adieu. Das stimmt. Er hat